So, hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde des Schuhwidu. Ich möchte euch heute mal Appetit machen. Und zwar, nun pfeifen es ja schon fast die Spatzen von den Dächern. Es wird so langsam Winter. Und so der eine oder andere mag noch nicht komplett eingekleidet sein. Deswegen gebe ich hier noch mal ein paar ganz kurze Tipps von den superschönen Sachen, die wir von Maximo da haben. Das heißt also, wir haben versucht, dann auch wirklich auf unsere Schuhe abgestimmt, eine farbliche Palette anzubieten, sodass auch viele Farbwünsche mit berücksichtigt werden. Egal, ob es jetzt mal um das modische Gelb mitgeht, weil wir haben ja auch schließlich schöne Gelbtöne in den Kollektionen mit dabei. Oder ob es, ich sag mal, Shishi mit zwei Bommeln sind für die Mädels oder mit einer Bommel auch für die Mädels. Ihr seht's. Also auch da bleiben farblich eigentlich kaum irgendwelche Wünsche offen. Das Schöne natürlich immer bei Maximo ist, dass die Wintermützen mit einem dünnen Vlies innen drinnen nochmal schön winddicht abgefüttert sind. Da pfeift also auch nichts durch. Und dass die eine super schöne Passform halt haben. Ich sag mal, von den Designs jetzt mal ganz abgesehen, da wissen wir immer, da lässt sich Maximo was ganz Tolles immer einfallen. Auch hier haben wir für die Freunde, für die lustigen Freunde unter uns. Ne? Es gibt also eine Mädchen-, eine Jungs-Version mit schönen Mützen und Designs. Und was dieses Jahr ganz groß im Kommen ist, das sind sozusagen diese Schlupfmützen. Ja? Auch hier mal in Flanell, das heißt also angeraute Baumwolle, jetzt nicht super warm, aber trotzdem wärmend, sodass mein Kind, ich sage es, keinen schweißnassen Kopf bekommt, weil dort dran, unten drunter ist dann sozusagen wie Sauna. Dann haben wir auch hier nochmal jeweils ein Modell für Jungs und Mädchen mal in der Kamera gezeigt, dass ihr seht, wir haben so etwas da. Und in diesem Fall sei zum Beispiel auch mal hier auf unseren Kollegen aufmerksam gemacht, der das also ganz schön und ausdauernd präsentiert, die Modelle, die man also auch wunderbar unter den Fahrradhelm mit anziehen kann. Wie ihr seht, haben wir auch da wunderschöne Farbkombinationen für Jungs, für Mädchen, Unisex, wie auch immer, mit Farbe, ohne Farbe, je nachdem, wie es gefällt. Was ich natürlich immer sehr schön finde, wenn es irgendwo farblich mit passt. Ja, auch ihr seht, wir haben auch hier mal für die, die alles etwas neutraler mögen, mal diesen braun- oder cognacfarbenen Ton. Auch hier mal in Verbindung mit einem wunderschönen Schuh von Buntgard zum Beispiel in der Präsentation. Und auch hier habe ich wieder ein schönes, leichtes Vliesfutter, ein wärmendes Vliesfutter, was schön warm hält, aber nicht dick aufträgt. But last and not least, sage ich mal, auch hier wieder Maximo, lässt sich jedes Jahr wieder was Neues einfallen. Jetzt gibt es sogenannte Mützen- und Tube-Sets. Das heißt also abgestimmt auf die Mütze habe ich hier noch einen passenden farblichen Tube, der auch hier nochmal mit Baumwolle schön unterlegt ist. Damit ist der Kropfstrick oder das gestrickte Element immer nochmal ein bisschen unterlegt und damit auch natürlich winddicht und leicht wärmend am Hals. So, dann kommen wir mal zu unseren schicken Handschuhen, weil auch die brauchen ja einen Träger oder beziehungsweise, wenn es noch nicht ganz so kalt ist, die Zeit kommt ja auf jeden Fall. Auch hier haben wir ganz tolle Modelle, einmal für die Mädels, einmal für die Jungs. Schön, wasserdicht, winddicht und mit einer schönen griffigen Fläche, gerade da, wo man eben halt doch mal zufasst, dass es nicht gleich durchmatscht oder dreckig wird. Also etwas, was ich auch ganz schnell mal abwischen kann. Ideal für die Kita und sogar auch total Kita-gerecht, weil es sind keine Bändel mehr dran. Ne, es gibt ja eine neue Verordnung in Sachsen, dass Kinder sowas nicht tragen dürfen. Und damit mein Kind aber trotzdem schnell rein und rauskommt aus dem Ganzen, hat man also hier einen seitlichen Reißverschluss. Besser geht's doch gar nicht. Ne? Ach, guck mal hier, und sogar noch mal ein Handbändchen, dass ich hier das an der Hand dran bändeln kann. Ist das nicht toll? Ja, schön elastisch, da kann man sich nichts abschnüren, sondern wirklich eben halt praktisch gedacht, das lange Bändchen um den Hals entfällt, weil hier sozusagen dieses Ding dafür sorgt, dass mir mein Kind die Handschuhe nicht verliert. So, weil das ja im Kindergarten und in der Schule dann etwas stürmischer zugeht, haben wir auch Modelle mit dem längeren Stulpenschaft. Und auch hier wieder, ihr seht, sie haben keine Bänder dran. Allerdings wird in dem Alter dann natürlich auf das Bändchen verzichtet.
das Handbändchen und einstellen oder sichern tue ich es praktisch hier mit dem Reflektorbändchen, was auf dem Handrücken dann angebracht ist. So, also ich würde mal sagen, der Sommer ist ja nur vorbei. Der Winter kann kommen. Und für die ganz kleine Fraktion geht es natürlich auch los. Gerade hier die kleinen Babyhandschuhe. Die haben noch allerdings das Bändchen, die können aber auch abgemacht werden. Das ist überhaupt kein Thema. Wen es stört, wer es nicht will, lässt sie einfach weg und schneidet es ab. Ja? Ganz kleine süße Handschuhe, auch hier wieder in einer wasserdichten Ausführung. Tinsulat bedeutet ja auch wieder schmutzabweisend. Und die haben wir praktisch in drei schönen klassischen Farben da. Die Mütze lässt grüßen sozusagen. So, ich denke da und hoffe und wünsche mir, dass ihr einfach mal in den nächsten Tagen und Wochen im Schuhwidu in Gohlis oder Stötteritz vorbeischaut. Die Mädels und ich würden sich auf jeden Fall freuen und euch dann noch den einen oder anderen schönen Tipp zu geben. Das ist doch unsere Aufgabe. Also bis zum nächsten Besuch. Ich freue mich bis dahin und bleibt schön gesund.